Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Minecraft. Zu den Chroniken des Lordregenten von mir. Und ja, ich war bei unserem Kartografen und habe mir mal ein Update geholt. Der war ein bisschen unterwegs. Und der hatte gesagt, im Süden sieht das sehr gut aus. Also haben wir scheinbar im Süden das Meer. Dann wird, wie gesagt, hier oben wird dann so das Fischerviertel entstehen und dann das Hafenstädtchen würde ich dann hier unten dann irgendwie so herbauen. Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Da sollten wir mal... Ein Tempel, guck mal. Ein Unterwassertempel, das ist ja cool. Aber das hier sieht merkwürdig aus. Da müssen wir mal hin. So, was haben wir denn überhaupt alles dabei? Eine Uhr ist schon mal ganz gut. Ein paar Gerüste. Achso, ich habe hier ein bisschen... ich habe schon mal das Gerüst für die Kuppel aufgestellt. Da kommt dann die Kuppel oben drauf. Was war das? Ach, von der Fackel. Und hier habe ich schon mal angefangen, dass ich einen Durchgang baue. Und hier habe ich schon mal das erste Büro mit Holzboden verkleidet. Und das zweite quasi schon mal ausgehoben. Schwein, was machst du hier? Du musst hier raus. Hier geht's raus. Achso, mein Bett. Das nehme ich natürlich mit. So, ansonsten, was gab es sonst noch so alles zu erzählen? Nicht besonders viel, glaube ich. Was bist du für eine Spitzhacke? Du bist Effizienz und glücklich. Lassen wir mal hier. Ach ja, genau. Ich habe die blauen Steine. Ich habe den Lehm ersetzt mit Beton. Damit das ein bisschen ein helleres Blau ist. Und jetzt sieht das quasi im Endeffekt so aus. Ne? Gut, Knut. Dann gucken wir mal nach meiner Spitzhacke. Sollte ich ein Schwert mitnehmen? Ich nehme ja so ein Schwert mit. Einfach so, damit ich es habe. Das Bett habe ich dabei. Ich habe ein bisschen Steaks und ein bisschen Äpfel. Die spinnen auch ein Projekt. Was ist das hier? Reparatur und Haltbarkeit. Oh. Oh, da kommt mir ein Gedanke, was wir machen können. Meine Spitzhacke. Wo habe ich die schon wieder hinverlegt? Das ist jetzt eine sehr gute Frage auch. So, bestimmt hier vorne, oder? Na, da ist auch Glück drauf. Ich hatte doch mal eine Behutsamkeitsspitzhacke. Oder war mir nur so? Scheinbar war mir nur so. Okay, dann nehmen wir diesen Kollegen halt mit. So, und dann haben wir eigentlich alles, was wir so brauchen, ne? Sieht gut aus. Achso. Wir müssen nach Süden. Da so hin. Na dann. Auf geht's. In ein Abenteuer, in ein kleines. Gucken, was da los ist. Weil das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ja, schon schick geworden, der Tunnel hier, ne? Kann man so lassen. So, Augen müssen sich erstmal kurz an die Helligkeit hier gewöhnen, und aber dann geht's. So. Ich mag einfach dieses Blau von dem Wasser. Das gefällt mir so enorm von diesem Shader. Richtig gut. So, wir marschieren Richtung Süden. Oh, Lava. Haben wir was zum Zustopfen dabei? Granit. Na gut, dann stopfen wir das mit Granit. Gut, dass ich die Gerüste mitgenommen habe. Falls ich unterwegs was bauen möchte. Wer weiß, ne? Komme ich denn da hin? Jawohl, gut. Gefahr gebannt. So. Hallo, ihr Tiere. Ihr werdet bald umgesiedelt. Das wird ja alles Zivilisation. So, jetzt sind wir dann gleich am Strand. Und da müssen wir mal gucken, wo wir dann lang müssen. So, Karte. Wir müssen nach rechts. Also nach Westen, so gesagt. Oh. Was ist das denn? Ein Schlumpfdorf? Da ist eine Kiste. Was sind das für Dinger? Moment! Da steht noch eine Kiste.
ist das für Zeug? Da unten auch? Habe ich Atlantis gefunden? Guten Tag. Ups. Ich wollte doch eigentlich nur hier hoch. Aua, was war das? Ach, hier ein Kies drüber, guck mal. Kohle. Und eine Angel mit Haltbarkeit. Na, das nehme ich doch gerne mit. Gibt es da noch mehr? Sehr ist interessant hier. Was ist denn das? Wo kommt das her? Kann ich das mitnehmen? Nee, schade. Sieht aber interessant aus. Hä? Sitzt da oben einer? Hallo? Ich bin der Herr Lordregent und Sie? Da ist noch mal so ein Gebilde. Alles höchst interessant. Aua! Da unten habe ich dich gesehen. Hinfort mit euch. Garstigen Wesen. Oh, der hat aber... Aua, aua, aua. Schnell was essen. Der hat aber ganz schön zugelangt. Wieso habe ich das Ding nicht bekommen? Gib? Na dann halt nicht. Der auch nicht, ne? Nee. Schade. So, oh, es wird langsam dunkel. Da nimmt man einen Steg hinterher. Hier gab es auch sowas, ne? Ja, hier gibt es auch eine Kiste. Oh, jede Menge Weizen. Glück des Meeres 2 und noch mehr Kohle. Na, das sage ich doch danke. Gibt es hier auch noch so Dinge? Nee. Das werden wir uns auf jeden Fall bei Tagesanbruch, wenn wir uns da unter Wasser noch ein bisschen umgucken. Hier ist nochmal eine Kiste. Gammelfleisch. Eine Angel mit Haltbarkeit. Okay, und Weizen. So, jetzt schlage ich erstmal hier oben schon mein Lager auf. Schlafen kann ich noch nicht, ne? Nee. Die Dinger sind interessant, die habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und die hier können wir mitnehmen. Aber ich lasse die Obwohl, ich lasse die einfach hier mal so stehen. Einfach so als Zeichen, dass hier mal was war. Gute Nacht. So, guten Morgen. Jetzt gucken wir da mal nach unten. Brennt. Hier war das, ne? Genau. Kiste. Hui, das ist aber... Hallöchen, das sind ja diese komischen Lampen. Ich muss mal kurz hoch. wie machen wir das? Als erstes sollte ich mein Bett vielleicht wieder einstecken und dann brauchen wir eine Werkbank. Okay, Holz haben wir da drüben. Was sind das bei der Axt da vorne dran? Hi, das sieht ja lustig aus. So, dann holen wir uns nämlich ein bisschen Holz, machen uns eine Werkbank und dann machen wir uns Notfalltüren. Notfalltüren nimmt man unter Wasser öfters mal. Das machen auch Langstreckentaucher, um dort Luft zu holen. So, diese Werkbank setzen wir hierher. Und dann machen wir uns Türen, 9 Stück. So, und dann geht's wieder abwärts. Abwärts. Oh, guten Tag. Guten Tag. Wie funktioniert denn das? Funktioniert das, wenn ich die jetzt öffne und schließe? Oder so? Kommen Sie auch rein. Tür ist offen. Meine Tür steht Ihnen jederzeit offen. So. Oh, Nächste, wo kommen die denn alle her? Sag mal. Hallo? Okay, da muss ich irgendwie von oben rein. Da hat schon wieder einer hier so ein Ding geschmissen.
So, und hier ist auch recht dunkel. Ich brauche mal kurz die Tür. So. Für schöner Leuchten. Und da ist eine Kiste. Oh, Goldklumpen. Eine Schatzkarte. Und noch mehr Weizen. Und hier... schon vorgebrannter Lehm. Auch sehr nett. So, mehr gibt es hier nicht scheinbar. Bauen wir das wieder ab. Notfalltür statt Schatzkarte. Die schauen wir uns dann später an. Ob hier noch mehr verschüttet ist? Wäre mal interessant, ne? So, jetzt gucken wir mal hier. Hier ist recht verschüttet auch. Noch eine Schatzkarte, sehr schön. So, dann gehen wir mal an die Oberfläche, weil das waren, glaube ich, die einzigen zwei hier, ne? Außer... ho, 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 da geht's in die Schlucht. Hätte auch böse enden können. So, ich sehe mal zumindest nichts mehr. Das ist auch gut so. So, jetzt prüfen wir hier mal die Schatzkarten, die wir gefunden haben. Halt, stopp. Oh, wir sind da ganz in der Nähe von dem Schatz. Cool. Was mit dem Ding? Das ist dieselbe Karte. Na danke, wir müssen nach Osten. Dann reisen wir nach Osten. Wir gehen auf Schatzsuche, Freunde. Muss ich wohl ein Stück laufen, ne? Ja, ja. Komme ich schon näher? Oh ja. Hier lang? Das ist ja aufregend. Hier ist die Stelle mit dem X. Wie tief muss ich da? Warte mal, nicht das hier. Irgendwann mal zu ungewollten Ableben kommt. Oder muss der an der Oberfläche sein? Ich hab da halt überhaupt gar keine Ahnung. Jetzt kann ich da schon nicht mehr mitnehmen, dann lasse ich die Zombie-Lebern da. Tja, wenn wir hier nichts finden, müssen wir die Karte wohl mal dem Kartografen aushändigen. Was können wir noch da lassen? Feuerstein. Und Zombie-Lebern. Weil wir müssen ja auch wieder hoch. Du musst das Material ja wieder mit. So, Kohle, die holen wir uns aber auf dem Hochweg. So viel zum Thema Schatz, na danke. Oh Mann, oh. Tja, dann müssen wir das Ding echt mal dem Kartografen in die Hand schieben. Ich lasse mal eine Fackel hier zum Ausleuchten. Und dann geht es weiter nach oben. Ich gehe jetzt mal nur noch hier hoch. Mach ab und zu einfach mal einen mit Rüben ran. Damit man da nicht zu arg auf die Nase fällt. Achso.
So, dann haben wir ja Sand. Was soll denn der sonst sein? Karte. Nicht diese Karte. Diese Karte. Hier irgendwo? Ich möchte jetzt natürlich hier auch nicht alles komplett wegbuddeln wie ein großer. Aber Schatz? Es soll einen Schatz geben und den möchte ich heben gerne. Mann. Oder was wird hier als Schatz angesehen? Ist natürlich auch eine ganz gute Frage, ne? Was wird hier als Schatz angesehen? Was haben wir denn noch zum Verschließen? Granit haben wir hier noch. Huch. So, dann mache ich da einfach so eine Sandschicht drauf. Dann sollte das, glaube ich, gut sein, hoffe ich. Mist. Aha. So, die Dunkelheit bricht herein. Ich baue mal hier unten irgendwo mein Bett mit auf. Manu, ich will jetzt einen Schatz. Wenn ich schon mal eine Schatzkarte habe. Nee, hier waren wir doch schon, oder? Weiß ich nicht. Nee, waren wir nicht, weil hier ist noch mehr Sand. So, ich lasse mir mal kurz so einen kleinen Ausgang. Meine Schaufel ist auch bald im Eimer. Junge, Junge. Komm, ich nehme das Holz hier schnell zum Hochbasteln. Es soll genau hier sein. Oder steht er vielleicht hier unterm Baum? Hey, ihr Schweine, habt ihr vielleicht einen Schatz gesehen? Ist er im Baum? Kann man da auch mal gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal schlafen gehen. Gute Nacht. Hm. Nee. Aber das ist cool. Vielleicht kann man daraus noch irgendwas basteln. Gute Nacht. So, guten Morgen. Ja, wollen wir jetzt die Gegend hier noch auseinandernehmen oder nicht? Ne, das ist... Ich bin gerade im Zwiespalt mit mir selbst, wenn ihr wisst, was ich meine. So, da wieder Sand drüber. Manche lassen Gras über die Sache wachsen, ich lasse da eher Sand drüber rieseln. So. Jetzt nochmal zur Tierkarte. Vielleicht ist damit auch das hier gemeint. Meine Werkbank habe ich nicht mitgenommen, ne? Nein. Die steht da drüben. Fäll ich mir mal eben Baum. Fäll mir aber einen Baum von da oben, weil vielleicht steckt ja doch noch ein Schatz da oben. So, die nächste Werkbank bitte. Bauen wir uns da fix eine Kiste mit hin. So, einmal eine Kiste. So, da lassen wir nur den ganzen Klumpatsch kurzhand hier. Und da bauen wir uns noch eine Schaufel. So, ach, eigentlich könnte ich ja die Angeln auch hier mit drin lassen. So. Dann gucken wir uns hier mal um.
Das ist auch das Letzte, was ich jetzt versuche. Wenn mir danach kein Schatz vergönnt ist, dann lasse ich ihn liegen. Oder gib das Ding erstmal den Kartografen in die Hand und frag mal, was er davon hält. Weil eventuell hat er ja noch ein paar Erkenntnisse drüber, wie man die Karte richtig liest. Dafür ist er der Kartograf und ich der Lautregent, ne? Und das? Ah. Ich nehme die Fackel mal in die Hand. Aber ich glaube, das wird genauso wenig was. Das heißt, wir machen uns wieder auf den Weg nach oben. So, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich wünsche noch angenehmes Herumvegetieren. Ich bin erstmal weg. Außer Spesen nichts gewesen, Freunde. Was soll man sagen, ne? Ist halt so. So, das da hinten können wir eigentlich noch mit Stein auskleiden. Wow, zwei Sand. So. Und hier von mir so ein Sand. So. Kriege ich denn alles mit? Ich hoffe. Zur Not lassen wir was hier. Gut, dann das bleibt hier. Ja, der Rest kann auch hier bleiben. Achso, mein Bett. Ein Kohle. So. Wir kehren zurück nach Hause, Freunde. Und wir sind schon wieder weit über der Zeit. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und Tschüssikowski.